Herr Jacobs, Sie sind schon viele, viele Jahre in der Pflege und für die Pflegenden tätig. Wenn Sie jetzt einen Rückblick betrachten, die letzten 40 Jahre, was hat sich ja in der Pflege und auch für die Pflegenden verändert? Also der Hauptpunkt, was sich verändert hat, ist einfach, das Selbstbewusstsein der Pflege ist gestiegen. Dazu hat es 40 Jahre gebraucht, aber wenn man den Stand heute nimmt, wenn ich das vergleiche mit dem Jahr 1976, als ich angefangen habe als Krankenpflegeschüler, da muss man sagen, ist das Selbstbewusstsein gestiegen. Wo es allerdings noch dran hapert, die Pflege ist nach wie vor als Beruf nicht bereit, sich ausreichend zu organisieren. Ja, und wenn Sie jetzt sagen würden, naja, ich muss jetzt einen Blick in die Zukunft mal wagen. Was glauben Sie, wie wird Pflege sich organisieren, verändern in den nächsten 40 Jahren? Also ich hoffe, dass letztendlich die Pflegekammern bundesweit kommen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein 100%ig glühender Anhänger von Pflegekammern, weil sie sind schon ein relativ altes Instrument. Aber Faktum ist, in unserem Land sind sie ein etabliertes Instrument. Und die Berufe, die verkammert sind, haben politisch Einflussmöglichkeiten. Und deswegen glaube ich, das ist der einzige Weg, damit die Pflege auch in Zukunft gehört wird und mit an den Tischen der Entscheider sitzen. Vielen Dank, Herr Jacobs.